Schweden mitten in Deutschland. Im Schwarzen Moor erwarten dich atemberaubende Landschaften, die an die wilde Natur Skandinaviens erinnern. Wir erkunden diese einzigartige Region mit dem Wohnmobil, direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Lass dich von dieser unberührten Natur und dramatischen Geschichte verzaubern. Schön, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge von Spirits Abenteuer. Herzlich willkommen hier auf dem Parkplatz vom Schwarzen Moor, was wir gleich zusammen mit dir erkunden wollen. Hier darf man allerdings nicht übernachten. Es handelt sich hier um einen Tagesparkplatz. Deshalb haben wir unsere letzte Nacht woanders verbracht. Und zwar auf dem Wanderparkplatz von Noahs Segel. Noahs Segel, das ist ein Aussichtsturm mit einer Rutsche, den man für 2 Euro besichtigen kann. Und wir haben da heute auch schon eine kleine Rundwanderung gemacht von 3,5 Kilometern, so einen kleinen süßen Naturlehrpfad. Und da wollen wir euch jetzt erstmal mit hinnehmen virtuell. Auf dem Weg zu Noahs Segel mussten wir noch Fähr- und Entsorgen. Und da haben wir auch schon gleich den ersten Tipp für dich. Die Firma Reisemobile Baumann bietet kostenfreie Fähr- und Entsorgungsmöglichkeiten an. Und sie sind dazu auch noch super nett und freundlich. Die Adresse schreiben wir wie immer unten in die Videobeschreibung. Spirit ist wieder befüllt und entleert und wir können unsere Reise fortsetzen. Der Wanderparkplatz bietet ausreichend Fläche, sodass jeder hier für sich ein schönes Fleckchen ergattern kann. Und tief in die Tasche greifen muss man hier auch nicht, denn die Gebühr für 24 Stunden beträgt gerade mal 1 Euro. Der Wanderweg startet direkt am Parkplatz und man kann ihn super mit der Familie absolvieren. Neben den schön gestalteten Naturlehrpfad kann man hier auch Tiere entdecken und es gibt viele Spielereien für die Kids. Und der Rundweg hat auch gerade mal eine Länge von 3,5 Kilometern. Und haben dir die Eindrücke bei Noahs Segel genauso gut gefallen wie uns? Dann schreib's gerne mal unten in die Kommentare. Jetzt brechen wir aber erstmal auf, um gemeinsam mit dir das Schwarze Moor zu erkunden. Auf dem hinteren Parkbereich haben wir ein schönes Fleckchen für unseren Spirit gefunden. Und der erste Geocache lässt auch nicht lange auf sich warten. Dieser Ort hat allerdings nicht nur schöne Natur zu bieten, sondern auch einen sehr interessanten geschichtlichen Hintergrund. Denn wir befinden uns hier im Dreiländereck von Hessen, Bayern und Thüringen. Und hier ganz in der Nähe befindet sich einer der letzten erhaltenen Grenztürme der DDR mit sogar noch einem Stück Grenzzaun. Das wollen wir uns später auch noch anschauen. Aber jetzt geht's erstmal weiter Richtung Moor. Kurz vor den Toren des Schwarzen Moores finden wir diese Überreste einer Mauer. Diese gehören zu einem ehemaligen Zwangsarbeitslager. Von 1934 bis 1936 wurden hier nicht beschäftigte junge Menschen zum Arbeiten gezwungen. Und nur ein paar Meter weiter befindet sich der Eingang zum Schwarzen Moor. Das Feuchtgebiet umfasst eine Fläche von 66,4 Hektar und ist eines der bedeutendsten Hochmooren in Mitteleuropa. Den Namen erhielt das Moor aus der Überlieferung, denn die ursprüngliche Pflanzendecke hatte hier vorwiegend eine schwarze Farbe. Wir finden, dass es heute nicht mehr schwarz aussieht, dafür strahlt es freundlich in mehreren Farben. Wir haben gut die Hälfte hinter uns und kommen an diesem wunderschönen Fleckchen Erde an.
Schaut euch mal diese Landschaft an. Erinnert die euch nicht auch an unsere Videos aus Schweden? Also wir fühlen uns hier gerade wirklich so ein bisschen in der Zeit versetzt und ja, haben tatsächlich das Gefühl, dass wir einfach wieder in Skandinavien sind. Wir haben quasi ein kleines Stückchen Schweden mitten im Herzen von Deutschland gefunden. Neben typischen Gewächsen wie Erika findet man hier auch fleischfressende Pflanzen. Auf der ganzen Runde kann man hier insgesamt 11 Geocaches am Wegesrand suchen. Die Verstecke sind meist gleich, sodass das Bergen der Dosen nicht schwerfällt. Kurz vor Ende unserer Runde erklimmen wir noch den 17 Meter hohen Aussichtsturm. Vor uns liegen nun insgesamt 80 Stufen. Der Aufstieg hat sich definitiv gelohnt, denn die Aussicht ist einfach malerisch schön. Nun geht es wieder für uns nach unten und in Richtung Wohnmobil. Parkplatz suchen wir noch den letzten Cache für heute. Guten Morgen! Guten Morgen, ihr Lieben! Wie ihr gestern vielleicht an unseren Aufnahmen erkannt habt, ist es doch ein bisschen später geworden und da haben wir uns entschieden, nicht noch zu diesem Grenzturm zu laufen, sondern nochmal hier auf diesem Parkplatz am Noahs Segel zurückzufahren und hier nochmal eine schöne, ruhige Nacht zu verbringen. Genau, und das haben wir jetzt auch gemacht und wir schlürfen jetzt noch unseren Kaffee, bevor es dann wieder zurück auf den Parkplatz vom Schwarzen Moor geht. Doch. Denn anschauen wollen wir natürlich den Grenzturm, aber das wollten wir eben in Ruhe und bei Tageslicht machen. Richtig. Deswegen genau. Machen wir das heute mit euch. Richtig. Doch bevor es für uns richtig losgeht, möchten wir an dieser Stelle auch noch ein riesen Dankeschön aussprechen. Und zwar an die liebe Katrin, die uns in unsere Abenteuerkasse eine kleine Spende geschickt hat. Dafür ein riesengroßes Dankeschön von uns. Wir haben uns riesig darüber gefreut und es hilft uns auf jeden Fall weiter. Und wenn ihr mal in irgendeiner Form unsere Unterstützung bei eurer Reiseplanung braucht oder noch mehr zum Thema Geocachen erfahren wollt oder uns auch eine kleine Spende in unsere Abenteuerkasse schicken wollt, dann schaut mal unter dieses Video. Da haben wir die Links zu unserem PayPal-Konto, aber auch zu Ko-fi. Und bei Ko-fi, da erfahrt ihr alles über uns, was ihr wissen wollt und auch, wie ihr uns quasi supporten könnt. Also ihr Lieben, wir lassen uns den Kaffee jetzt noch schmecken und dann geht's endlich los zur ehemaligen innerdeutschen Grenze. Den Kaffee haben wir alle getrunken und wir fahren mit euch zurück auf den Parkplatz vom Schwarzen Moor. Vom Parkplatz aus läuft man nur ca. 10 Minuten, bis man die Reste der ehemaligen Grenze zwischen der BRD und der DDR erreicht. Das
Besondere an diesem Grenzabschnitt war, dass er U-förmig verlief und sogar 500 Meter in die BRD hineinragte. Daher wurde er die Badehose genannt. An diesem harmlos betitelten Ort haben sich aber sehr tragische Szenen abgespielt. So wurde zum Beispiel ein 14-jähriger Junge beim Versuch, die Grenze zu überqueren, erschossen. Bevor es zurück zum Wohnmobil geht, machen wir noch eine kurze Verschnaufpause. Nach dieser doch eher kurzen Runde starten wir wieder den Motor und es geht für uns circa eine Stunde weiter. Wir sind mittlerweile gut in Ramholz angekommen. Und hier wollen wir uns heute unter anderem das Schloss Ramholz anschauen, aber wir machen auch noch eine interessante Wanderung und zwar wohin? Zu einer Burgruine. Und auf dem Weg dorthin wollen wir noch zahlreiche Geocaches einsammeln. Und wenn ich richtig gelesen habe, soll der ein oder andere auch noch bei einem LP vorbeiführen. Wir sind schon sehr gespannt. Ja. Ach so, ein LP ist ein Lost Place, für alle, die das nicht wissen. Und wir sind schon sehr gespannt, was uns da so erwartet und wollen deswegen gar nicht lange bummeln jetzt. Denn unser Milo wird auch langsam schon ein bisschen ungeduldig. Also dann, Schuhe an und let's go. Yes. Der Parkplatz liegt direkt neben der alten Orangerie. Tagsüber ist hier einiges los, aber ab dem frühen Abend und nachts ist es hier sehr ruhig. Nur die Bahn fährt hier jede Stunde vorbei. Dies fanden wir allerdings nicht zerstörend. Unsere Wanderung startet am Schloss Ramholz. Leider kann der Schlossgarten und das Schloss an sich nicht besichtigt werden, da es sich im Privatbesitz befindet. Aber auch von außen ist es schon toll anzusehen. Und wir finden, es hat irgendetwas Verwunschenes. Ab geht es für uns in die Natur. Geführt werden wir heute zum Teil von einem Multicache, welcher uns zu Überbleibsel von alten Gemäuern führt. Unter anderem kommen wir an dieser Statue vorbei. Weißt du, um wessen Gunst Herkules und Pan hier buhlen? Dann schreib es mal in die Kommentare. Das letzte Stück zur Ruine ist etwas anstrengend, da wir aufgrund von Waldarbeiten einen anderen Weg einschlagen müssen. Und da sind wir angekommen an unserem heutigen Hauptziel, der Ruine der Burg Steckelberg. Und wir sind wirklich begeistert, wie gut erhalten das hier ist. Das ist komplett kostenfrei, dass man hier hingehen kann, sich das in Ruhe anschauen kann und ja, hier eine gute Rast einlegen kann. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Uns hier einfach mal kurz hinsetzen, ausruhen und ja, die idyllische und schöne Umgebung alter Zeit genießen. Thank you.
Die Burg wurde bereits 1131 das erste Mal erwähnt. Auf Befehl des Kaisers wurde sie 1276 zerstört. 1388 wurde sie dann erneut aufgebaut. Heutzutage befindet sich die Burg in Privatbesitz und darf kostenfrei besichtigt werden. In den Mauern der Burg finden wir diese Wappen, leider wissen wir nicht, wofür diese stehen. Wir verlassen diesen alten und magischen Ort und suchen noch den Geocache, welcher unweit der Ruine liegt. Auf dem Rückweg kommen wir noch an weiteren schönen Orten vorbei, wie zum Beispiel dieser kleinen Kapelle oder an diesem künstlich angelegten Wasserfall. Leider fließt hier zurzeit kein Wasser herunter. Auch auf dem Rückweg geht die Dosenjagd weiter. Auf der ganzen Tour kann man insgesamt 18 Geocaches unterschiedlichster Typen bestreiten. Und hier mal der Blick aus einem Cache-Versteck heraus. Die letzten Meter bis zum Wohnmobil führen uns durch dieses niedliche Dorf. Teilweise fühlen wir uns hier wie in der Zeit zurückversetzt oder wie in einer Erzählung der Gebrüder Grimm. Das war es auch schon mit unserem Rundgang hier beim Schloss Ramholz. Und wir müssen sagen, uns hat es hier wirklich gut gefallen. Wir haben uns super wohl gefühlt. Und ja, wir können diesen Ort auf jeden Fall weiterempfehlen. Zwischenzeitlich sind wir jetzt schon in einer anderen Stadt. Und wenn ihr wissen möchtet, wo wir sind und zu wem dieser Hirtenstab gehört, dann müsst ihr nächste Woche auf jeden Fall wieder einschalten. Wenn es heißt, auf in neue Abenteuer. Und bis dahin, ihr Lieben, bleibt uns treu. Und bleibt abenteuerlustig. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei nochmal. Nochmal. Kommst du? Und wir wollen jetzt gleich mit euch zusammen das Schwarze Moor. Moor. Das ist nicht ganz richtig. Und da sind wir angekommen an unserem heutigen... Nochmal? Gern. Dafür ein riesen Dankeschön. Wir haben uns... Dankeschön. Riese Dankeschön. Nochmal. Und haben dir die Eindrücke bei Noahs Segel genauso gut gefallen wie uns? Dann schreib's uns gerne mal in die Kommentare. Was wollten wir an? Na, dass es jetzt losgeht. Jo. Ja, aber jetzt geht's aber für uns mit dir. Ja, wollten wir doch nicht sagen. Das war's auch schon mit unserem Rundgang hier in und um dem Schloss Ramholz. Das war gestottert. Ja. Und wir waren nicht im Schloss. Genießen. Genießen, ja. Wir genießen.